Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir spielen mal wieder eine Runde City Skylines, wo wir gleich mal von Emma Dixon unterbrochen werden. Juhu, wir haben unseren Urlaub verlängert. Könnte bitte jemand in der Zwischenzeit unsere Pflanzen gießen? Der Schlüssel liegt unter dem Blumentopf auf der Veranda. Und so, liebe Kinder, kriegt man es hin, dass man ganz schnell ausgeraubt wird. Durch Social Network. Juhu. Gut, lassen wir das, klicken wir weg. Der Vogel nervt sowieso immer. Ich würde gerne mal sehen, ihr habt mir geschrieben, die erste Folge des großen Umbaus ist jetzt draußen und ihr habt mir geschrieben, dass die Leute sehr wohl umsteigen und, ja, ich glaube, das scheint zu funktionieren. Ach Mensch, ein Hund, noch einer. Ja, große Völkerwanderung haben wir hier auf jeden Fall, das sieht schon mal ganz gut aus. Hier oben ebenfalls, ja, dort scheint hinzuhauen und den Rest hatte ich mit Gewerbe zugeklatscht, glaube ich, gell? Jawohl, müssen wir mal schauen, ja, vielleicht bauen wir hier noch ein, zwei weitere Straßen und ein bisschen Wohngebiete und dann klatschen wir hier alles zu und dann kann keiner mehr zutreten, weil wir hier Stau haben und da funktioniert das ganze Prinzip nicht mehr, irgendwie sowas. Lassen wir erstmal einen Moment auf sich beruhen. Wir wollen uns heute um Schritt 2 der öffentlichen Verkehrsmittel kümmern, habe ich mir so überlegt. Und zwar würde ich gerne, ja genau, hier sind wir schon richtig, bei den Bussen würde ich jetzt gerne weitermachen. Die möchte ich jetzt allerdings nicht alle entfernen, die Linien, die wir haben, sondern ich möchte die ganz gerne alle einfärben, dass wir wissen, welche Linien die alten Linien sind, welche Linien wir bereits hatten. Sehen wir hier vielleicht auch jemanden, der... Also hier sind wir auf jeden Fall Leute, die hier reinlaufen. Ist das da einer? Jawohl, da steht einer. Okay, die Bahn wird auch genutzt, damit bin ich zufrieden. Das passt schon. Gut, ja. Also, Buslinien. Ist das hier? Jawohl, okay. Wie viele haben wir denn davon? Ach ja, ein paar haben wir davon. Dann würde ich sagen, fange ich einfach mal ganz locker an, die Dinger hier umzufärben. Allerdings würde ich mir dazu gerne eine suchen, die ich auch tatsächlich sehe. Wie zum Beispiel hier. Warte mal. Da brauche ich doch nur einen dieser Busse hier für anklicken, genau. Dann sage ich hier Modify Line. Dann schnappe ich mir hier jetzt mal anstelle dieses Blaus. Was nehmen wir denn da mal für die alten Linien? Grün? Ich glaube, grün ist gut, oder? Obwohl, grün haben wir ja schon im Untergrund. Vielleicht ein gelblicheres Grün? Ich weiß es doch auch nicht. Irgendwie sowas. So, gucken wir mal kurz, wie das jetzt aussieht. Zack. Ja, ich denke mal, das kann man ganz gut erkennen. Meine Frage war nämlich, kann man... Ah, das wird hell und dunkel. Okay. Deswegen wollte ich mich erstmal sehen, welche Farbe ich nehmen kann. Nicht, dass ich jetzt alles weiß mache. Und dann, wenn ich eine Linie anwähle, nicht mehr sehe, welche es ist. Das wäre ja dann auch ein bisschen ungünstig. Deswegen, na gut. Auf jeden Fall, so scheint es zu funktionieren. Dann, sehe ich mal zu, dass ich alle Linien jetzt ungefähr so einfärbe. Kann ich die Farbe irgendwo speichern? Ich glaube nicht, ne? Naja, ist nicht so tragisch. Dann werden die halt alle ähnlich. Dann werden die halt alle ähnlich grünlich und dann passt es schon. So. So grün-gelb hatten wir ja gesagt, ne? So. Zu meinem Commentary in der vorletzten Aufnahme übrigens. Da hat mich auch der Kommentar erreicht, wieso, was willst du eigentlich? Da ist doch gar nichts negativ dran. Ja, jein. Wie beschreibe ich das am besten? Es sind diese Momente, wo ich einfach nur vor dem Verkehr stehe, mir ansehe, was passiert und nichts sage, weil es einfach irgendwie nichts zu sagen gibt. Wisst ihr, wie ich meine? Das stört mich einfach. Und das hatte ich in der vorletzten Aufnahme ziemlich, ziemlich häufig. Dass ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte und entsprechend dazu auch nicht wusste, was ich sagen sollte. Das verstört mich. Kann sein, dass ich da vielleicht an mir ein bisschen überkritisch bin. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ich kann euch ja nicht in die Köpfe gucken. Aber das war einfach die Wahrnehmung, die ich davon hatte. Nur, dass ihr so ungefähr wisst, wovon der Kerl da überhaupt labert. So, okay. Jetzt haben wir die alten Linien alle eingefärbt. Jetzt erkenne ich die kaum noch. Das war nicht so schlau. Aber das wird schon einigermaßen gehen. Und jetzt können wir hier sehen, wo wir überall neue Linien einbauen. Hier zum Beispiel haben wir noch gar nichts. Und ich würde eigentlich ganz gerne die Linien auch zu unserem, ein Gebäude ist abgebrannt, ach Mensch, zu unserem Sammelpunkt bringen. Und ich denke mal, wir könnten vielleicht sogar noch ein, zwei Busdepots dazusetzen. Sehen wir hier irgendwo, wie die ausgelastet sind? Huch, nein. Nein. Ja. Busse in Verwendung 17, das ist sehr schön, aber 17 von. Hier sind 12 in Verwendung, 18, also 18 gehen auf jeden Fall. 0, 31. Okay, also ich glaube, wenn ich mir das hier so ansehe, wir haben vermutlich durchaus noch so ein bisschen was wie Ressourcen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, was habt ihr denn? Leute? Nicht genügend Arbeiter, ach Mensch. Also hier kommt überhaupt niemand hin im Moment. Das ist natürlich
Ihr seid ja am absoluten Sammelpunkt dieser... Die Leute können von überall aus der ganzen Umgebung hierher kommen. Meine Güte, ja, Lex, juhu, da habe ich gerade einmal ganz kurz S gedrückt. Zack, machen wir am Rand der Map. Das passiert schon mal, wenn man mit so wenigen Frames spielt. Aber dann müssen wir durch. So, was wollte ich jetzt? Busse wollte ich, genau. Ich bin immer so schnell abgelenkt von mir selbst. Ich weiß nicht, kennt ihr das eigentlich auch oder ist das so eine Kerge-Sache? Ah, hier hinten haben wir noch ein Depot. So, bisschen mit Sinn und Verstand, würde ich sagen. Wir könnten auch... Das hat, glaube ich, auch jemand geschrieben. Einen Bahnhof hier mit reinsetzen. Damit Leute dann auch von dieser, von diesen Hauptbahnlinien umsteigen können auf das U-Bahn-Netz. Die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann machen wir das noch gerade, bevor ich es wieder vergesse. So, einen Bahnhof brauchen wir dafür. Den hätte ich gerne... weiß ich nicht. Wie, wo, was, wie machen wir das? Ich denke mal, ich setze erstmal eine neue Straße dafür. Sagen wir mal hier meinetwegen, ruhig ein Stückchen hier runter. So, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Könnte man hier eigentlich auch fast eine Verbindung machen, ne? Könnte man, sollen wir? Was ist denn hier? Achso, hier ist eh nicht viel. Ja, dann, ja. Wisst ihr was, dann mache ich das einfach mal. So. Wenn es hilft, was schadet es dann, nicht wahr? Und wenn es schadet, dann reißen wir es ab. Okay, also, Bahnhof. Bahnhof hätte ich ganz gerne... sagen wir mal hier, dann kann ich den vielleicht von beiden Seiten... Obwohl, das wäre dann vielleicht zu viel, ne? Warum habe ich das weggeklickt? Das war doch doof. Hier, Gleise wollte ich. Ah ja, genau, und damit kann ich an Linien... Nee, das will ich ja nicht. Für den internen Zugverkehr haben wir die U-Bahn und für den externen Zugverkehr haben wir das hier. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu weit weg ist, aber ich denke mal, die drei Schritte werden die Leute gerade noch latschen können. Wo ist unsere nächste Bahnlinie? Wahrscheinlich diese hier. Können wir es irgendwo sinnvoller anschließen? Hier unten. Hier. Hier hinten ist relativ wenig los sogar. Wisst ihr was? Dann hole ich mir das von hier. Ja, ich weiß, das ist kein Wasser. Kümmere ich mich drum. Alles kein Problem. Kriegen wir hin. Ja, genau. Dann hole ich mir die Verbindung von hier. Hier habe ich auch viel mehr gebaut, als nötig war, wie es aussieht. Aber der Verkehr fließt. Hier fahren Fahrzeuge rein und raus. Hier hingegen passiert irgendwie gar nichts. Ist aber alles richtig angeschlossen hier, ne? Ja, doch. Und die, die hier rausfahren, die können auch... Ja gut, die könnten auch hier rum, aber das bringt ja nichts. Hier oben ist ja sowieso... Oder bringt das was? Bin ich jetzt überfragt, tatsächlich. Gut, ist egal. Auf jeden Fall, hier ist nicht viel los. Das heißt, hier können wir unsere Verbindung abzwacken nach... Hier drüben. Kurz mal zielen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich denke mal, unterirdisch baue ich das jetzt nicht, denn unterirdisch haben wir hier gerade genug am vor sich hin existieren. Mit Kurve bitte. Kriegen wir dazu hin? Na ja, wunderbar. Mitten über die Autobahn drüber, das gefällt mir schon mal ganz gut. Also so rein optisch. Vom Sinn her ist es mir ziemlich egal, aber optisch gefällt mir das ganz gut. Abgesehen davon, dass ich jetzt hier mitten durch die Stadt durch muss. Wie sieht es denn hier im Untergrund aus? Wir haben hier im Untergrund eine Untergrundbahn. Nein, welche Überraschung. Kann ich denn hier, irgendwie so... Nein? Muss ich ja noch tiefer? Ja, dann geht's, okay. Von hier aus komme ich jetzt hier durch und könnte dann... Boah, das möchte ich eigentlich so nicht. Eigentlich möchte ich hier gerne wieder an den, an die Oberfläche kommen. Und dann... Oberfläche, das ist der Bereich, wo Kellner arbeiten. Habe ich, in anderer Form schon mal gebracht, den Witz, oder? Ich bitte um Entschuldigung. So, dann baue ich das mal hier dran und dann noch eine zweite Linie hier von mitten auf der Brücke. Das sieht doch, ja, das sieht doch blendend aus, sieht das doch. Das können wir doch machen. Zack. Schön großes Dreieck haben wir diesen Bahnhof hier oben verbunden. Warum regnet es eigentlich immer, wenn ich aufnehme? Was soll denn das? Mensch, Spiel, lass mich doch, okay, das hier ist ganz praktisch. Zack. Das hat was. Und apropos was, Wasser können wir auch noch gebrauchen. Einmal hier runter. Dann würde ich sagen, auch noch ein Stückchen hier hin. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann verbinde ich das gerade noch hier drüben. Komm. So, gut, haben wir das. Soll ich den Weg noch weiterführen? Soll ich da eine Schleife draus machen? Die Züge verschwinden wahrscheinlich sowieso wieder, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wo könnte der Weg denn überhaupt... Ja, wenn ich das jetzt weiterführe, hier einmal komplett unter der Stadt durch, bis wir dann irgendwann irgendwo hier auskommen. Hier hinten ist ja unsere eigentliche Bahnlinie, ne? Nee, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Das lasse ich mal so, wie es ist. So, okay. Die schreien hier alle nach Arbeitern. Wir haben zwar eigentlich keinen Bedarf nach Wohngebieten, generell im gesamten Gebiet, aber hier in diesem Mikrokosmos, hier scheint es doch so ein bisschen an Wohngebieten zu fehlen. Und wir sagen, baue ich die mal nicht direkt hier rein, sondern... Ja, wohin?
Das ist jetzt eine Frage, ne? Ich glaube, ich habe da auch schon so ein bisschen sowas wie eine Antwort. Hier vom Univiertel aus, ne? Wir erinnern uns. Manchmal auch so ein bisschen hier, gebogen. Krumm und schief, das kann ich am besten. Zack. So, einmal hier schön hinten rum. Sekunde, zack. So, einfach, dass wir hier so ein bisschen was wie, ah, warte mal, den Vektor mache ich noch länger. Ich glaube, das könnte so ganz gut aussehen, oder? Ich glaube, das ist, ja, kann man machen. Kann man mal machen. Dann setze ich hier jetzt mal ein bisschen höhere Besiedlung hin. Und dann können die Leute, die sich hier ansiedeln, ganz einfach mal eben nach drüben, zu dem Gewerbegebiet fahren und dort ihren Arbeitsplatz finden. Oder auch Schottenarbeitsplatz finden. Boah, ich recycle meine Witze, das ist unglaublich. Apropos Recycling, haben wir eigentlich noch, ich weiß, die Überleitung ist jetzt ganz genial, aber haben wir eigentlich noch, Dings hier, ja, jetzt klemmt's hier wieder. Ihr wisst schon, die Verbrennungsanlagen, die nicht verbrennen, die, Deponien, genau, Deponien habe ich gemeint, Entschuldigung, ist schon ein bisschen spät. Ja, Deponien, würde ich nämlich ganz gerne, loswerden alle. Warum? Weil die ein wenig unpraktisch sind, bilde ich mir ein. Eine Verbrennungsanlage, da kommt der Müll rein und ist weg. Eine Deponie muss man alle paar Zeiten leer machen. Deswegen denke ich mir, dass es da vielleicht ganz sinnvoll sein könnte. Haben wir schon Passanten? Nein? Nicht mal Tangenten? Ach, schade. Tangenten. Das sind Enten, die gerade aus dem Meer kommen, wo noch der ganze Tang dran hängt. Ich sollte so spät nicht mehr aufnehmen. Okay, also, Busse. Ich wollte eigentlich Busse bauen. Jetzt ist schon bald wieder eine Folge rum und ich habe noch gar nichts erreicht. Das ist natürlich mal wieder großartig. Hier. So. Bussi denn ins Städteli hinaus. Ich würde sagen, ich baue erstmal eine Busverbindung hier schön im Kreis. Dass wir hier unsere ganzen Stationen möglichst sinnvoll und möglichst nah verbunden haben. Macht doch Sinn, oder? Würde ich sagen, ziehe ich auch nochmal einmal hier runter. Obwohl, kann man hier wenden? Ist ungünstig, ne? Ne, komm, dann schließe ich die Linie jetzt direkt ab. So. Und dann mache ich das mal ganz gewieft. Nämlich so. Ist total unsinnig, weiß ich selber. Aber ich hätte gerne eine schöne Möglichkeit, eine elegante Möglichkeit für unsere Busse zu wenden. So. Bringe ich den Weg einmal dort. Ich mache hier einfach mal noch eine Zwischenstation. Die wird zwar wahrscheinlich keiner nutzen. Aber ich denke mal, wir werden das System da oben ja wohl noch weiter ausbauen. So, wenn ich jetzt hier weitermache, dann fährt der Bus nämlich hier diesen Schlenker, kann dann hier wieder hoch. Ich glaube, das ist gar nicht mal verkehrt. Und so. Und dann würde ich ganz gerne an der anderen Linie, die wir bereits hatten, die hier einfach nur herumführt, noch eine weitere Station, Haltestelle hinzufügen. So, und die müsste ich jetzt einmal hier runterziehen. So. Jetzt haben wir hier zwei Kreisläufe, die ganzen U-Bahn-Stationen und so weiter und so fort verbinden. Ich denke, das ist schon mal ein guter Ansatz. So, wie machen wir jetzt weiter? Wir sehen hier überall die grünen Linien. Das wäre ja eigentlich fast das Sinnvollste, die noch farblich, obwohl, das hier ist... Guckt euch das mal an, das ist eine einzige Linie hier. Mehr ist das gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will hier irgendwo in der Nähe eine Station haben, die dann hier rausführt... Und hier sich mit diesen Stationen hier so ein bisschen überdeckt. Dann haben wir da auch schon wieder eine schöne Verbindung. Und hier im Gebiet würde ich ganz gerne auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Denn ganz ehrlich, diese eine Linie hier, das ist, ja, halbe Sachen kann ich gut, sagen wir es mal so. Das, da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Gut, also dann würde ich sagen, ich hätte gerne eine neue Linie, sagen wir mal hier. Das ist gar nicht mal schlecht. Und diese neue Linie, die führt dann... Aber warte mal, hier lang kommen wir ja gar nicht in die Stadt rein. Dann müssen wir hier unten rum. Hier unten rum kommen wir hier unten hin. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Wie kommen wir hier hin? Achso, hier oben. Ja, natürlich. Klar doch, hier oben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal, indem ich eine Station dahin setze. So. Von da aus lassen wir das Ganze jetzt hier entlang laufen. Hier direkt gegenüber der anderen Linie. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatz. Dann mache ich hier aus jetzt so eine Art Expresslinie. Warte mal, haben wir hier vielleicht noch irgendwo eine andere Station, die ich, hier zum Beispiel, sowas hier, ja. Und, wie komme ich hier hin? Ziemlich weit außen rum, gell? Na, das geht eigentlich nicht. Dann baue ich hier noch eine Station hin und dann wieder zurück. Also, da kommt dann hier die Autobahn und dann, ja, das passt.
Das passt. So, okay. Dann haben wir das schon mal. Dann geht's jetzt also weiter mit diesem Gebiet hier. Ich müsste Gebiete eigentlich auch mal neu benennen, ne? Fange ich auch direkt mal mit an. Jetzt fange ich schon wieder an, hier alle Baustellen gleichzeitig zu, merkt ihr? So, das hier ist alles ein einziges großes Kukakorode. Das stimmt zwar prinzipiell, möchte ich aber trotzdem nicht so lassen. Das wird nämlich noch ein bisschen aufgeteilt. Und zwar auf, ich würde sagen, das hier ist die Kernstadt. Hier, wo wir damals angefangen haben. Das hier ist die Kernstadt Kukakorode. Kurz orientieren. Genau, hier war der Ansatzpunkt. Da mache ich hier mal kurz einen Rechtsklick rein. Und dann erschaffe ich hier jetzt ein Gebiet, das dann letzten Endes die Kernstadt sein wird. Sagen wir mal erstmal hier bis zur Autobahn. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann, ja, hier die Verbrennungsanlagen und die Busdepots nehme ich mal noch mit. Dann einmal bis hierhin. Und hier oben der ganze Unitätskrempel und so weiter nehmen wir auch noch alles mit. Einmal hier so rum. Obwohl, hier oben das Zeug könnte ich auch zu, Dings hier, zu Nord machen, ne? Genau, da oben sind schon die Kukakoroda-Weiden. Dann denke ich mal Orienthügel, ja, das glaube ich auch. Kernstadt Kukakorode. Ich denke, es ist ein bisschen anders, denke ich mal. Ich habe gerade wieder am Mikrofon vorbeige, Dings geredet. Tippfehler drin? Nö, alles gut. Gut, okay, dann haben wir hier jetzt die Kernstadt Kukakorode. Weiter geht's. Dann hätte ich hier... Ach, wisst ihr was? Das hier? Genau, das hier unten wird Kukakorode Süd. So, hier auch schön bis an die Autobahn. Die Autobahn haben wir auch schon mal benannt. Ich denke mal, damit können wir auch weitermachen. Wie machen wir das hier jetzt? Sekunde. Dieses Gebiet hier. Sollen wir das zu Süd dazu nehmen? Oder zu, sollen wir hier draus Nord machen? Und das hier wird dann das Perlenviertel. Ja, Perlen vor die Säue, nehme ich mal an. Das hier wird auf jeden Fall, oder für die Kühe eher. So. Kukakorode Süd. Da ist sogar Tor unserer Meinung. Könnt ihr mal sehen. Okay, das ist Kukakorode Süd. Das hier ist gar nichts. Das ist einfach ein Fluss. Apropos, der Fluss hat ja auch noch gar keinen Namen. Das können wir ja so nicht stehen lassen. Boah, wie nennen wir den denn? Das können wir so nicht stehen lassen. Falls ich im Rahmen dieser Aufnahme nicht auf eine brauchbare Idee komme, seid doch so gut und haut mir mal Vorschläge in die Kommentare, wie wir unser Gewässer hier nennen. Hier die alte Plörre, die muss ja noch ablaufen. Da haben wir ja neulich erst hier, Dings, die Aufbereitungsanlagen eingestellt. Wir haben hier im Prinzip einen See, einen Quellsee. Hier unten entsteht noch ein See. Und außerdem haben wir einen Fluss hier und zwei hier. Also wir brauchen drei Flüsse und zwei Seen. Na, sehen wir mal. Entschuldigung, schlechter Witz, weiß ich selber. Ja, nee, aber wirklich, ich mache mir da mal Gedanken. Vielleicht fällt mir noch was Brauchbares ein. Aber wenn ihr gute Ideen habt, dann scheut euch nicht, die in die Kommentare zu hämmern. Da würde ich mich auf jeden Fall ein bisschen drüber freuen. Kukakorode Weiden, denke ich mal, die weide ich jetzt mal ein bisschen aus. Nein, das klingt falsch. Es sollte ein Wortwitz werden mit Ausweiten, aber Ausweiden ist ja nun leider auch ein Wort, was aber nicht so ganz den Kern der Sache trifft, die ich meinte. So. Hier noch so ein bisschen grobschlächtig hier drüber. Warte mal, ich nehme gerade hier das kleinere Tool. So. Das braucht so seine Zeit, nicht? So, okay, haben wir das. Die Kernstadt ist jetzt natürlich ziemlich groß. Das hier unten ist Süd. Sollen wir hier draus Süd machen und hier raus das... Ja, das Industriegebiet ist es ja nicht mehr. Hier haben wir ja nur noch Büros, ne? War doch so, oder? Ja, hier haben wir nur noch Büros und Gewerbe. Obwohl dieses ganze Gewerbe hier vielleicht ein bisschen weit weg ist von gewissen Wohngebieten. Was erklären könnte, warum wir manchmal Probleme haben mit dem Verschieben von Arbeitern. Das könnte durchaus sein. Lassen wir das mal. Ist ein Thema für ein andermal. Okay, Fokus Namensgebung. Das hier ist Süd. Das hier ist die Kernstadt. Dann lasse ich das jetzt erstmal so. Werde aber Süd tatsächlich hier noch mit ausweiten. So, das gehört alles zu Süd mit dazu. Und das hier wird dann Kukakorode West.
Also dieser Bereich hier. Das Ganze dann auch noch einmal hier ganz da oben rum. Hier wieder runter. So, und ich denke mal, die Reste, die hier übrig bleiben, die, die im Moment noch sagen Kukakorode, die können wir lassen. Auf die Weise haben wir hier in der Mitte nämlich immer noch den Schriftzug Kukakorode. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Ich glaube, das wäre mir gefallen. Die Magnolienhöhen, ja, soweit kommt's noch. So, hier unten das Zeug nehme ich mal noch mit. Ich weiß gar nicht, ob es dazu gehört, aber ich glaube ja. Haben wir hier noch irgendwas, was nicht mit drin ist? Wir wollen ja niemanden ausschließen hier, ne? Gehören alle dazu. Jeder, der hier wohnt, der darf sich auch mit Stolz einen Kukakoroda nennen. Ist doch klar. Was natürlich nichts mit Roden zu tun hat. So, also dann. Ach Gott, ich muss erstmal hier oben draufklicken. Entschuldigung. So, jetzt aber. Kukakorode, was hatte ich jetzt gesagt? West wollte ich jetzt hier nennen, ne? Genau. W-E-S-T. Nee. 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 Sag mal. Da ist das T. Jetzt habe ich doch am Mikro vorbeigucken sollen. Ich hab's jetzt mal blind versucht, aber blind tippen kann ich nicht. Ich kann zwar einigermaßen schnell tippen, aber ich muss dabei auf die Tastatur gucken. Das ist einfach. Müsste ich auch mal umlernen. Wo sind alle hingegangen? Überall Hashtag Verlassene, Hashtag Gebäude, Hashtag, Hashtag. Steck dir deine Hashtags doch einfach mal sonst vorhin, Junge. Warum fällen sie all die Bäume? Was? Deforestation? Was? Wo? Wie? Was? Was laberst du? Meine Güte. Also manche Leute, die haben ja auch echt mal hier... Danke an den Bürgermeister zur Unterstützung der Holzindustrie. Jawohl. Endlich hat's mal einer gemerkt. Seht ihr? Es gibt auch Leute hier, die die Augen aufmachen. Sollte man nicht meinen, aber es gibt sie. So, okay. Kukakorode, Kernstadt, das hier gehört im Moment noch zu Hinterwaldlingen, ne? Sollen wir das zu Kukakorode zählen? Sollen wir hier Nord draus machen vielleicht? Oder hier draus? Boah, da bin ich jetzt echt, ja, weiß ich nicht. Wir lassen es erstmal für den Moment so, wie es ist. Genau, wie ich eigentlich auf die Idee kam, hätte ich jetzt auch schon fast wieder vergessen. So. Einmal hier, dieses Gebiet hier, schön hier in der Mitte. Dann einmal hier runter. Das Strauchviertel. Wo die ganzen Strauchdiebe wohnen. Nee, nee, das hier wird, ich nenne es erstmal einfach ganz uninspiriert Hauptverteiler. Einfach, dass wir wissen, wo wir sind und was das hier ist. Gut, weiter mit den Buslinien. Back on track. Ich wollte die Folgen eigentlich ein bisschen langsamer, genau. Nee, langsamer wollte ich sie nicht machen, aber ein bisschen kürzer. Weil ich hab da nämlich Pläne und ich kann keine Akzente, deswegen klingt das gerade so scheiße. Ja, mein Plan ist nämlich, in der Zukunft irgendwann mal umzustrukturieren und statt eines 30-minütigen Videos vielleicht zwei 20-minütige Videos als grobes Grundziel anzupeilen. Das ist so der Gedanke, den ich habe. Allerdings sind wir da jetzt schon wieder ein bisschen drüber. Das heißt, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal etwas anders als bisher. Und zwar eine Verabschiedung innerhalb der Aufnahme. Also dann, danke fürs Zuschauen soweit. Vergesst mal die Däumchen und Abonnieren und so weiter nicht. Und, ja, jetzt habe ich hier doch keine Ideen mehr gehabt. Also wenn ich doch noch auf Ideen komme und die Sachen benenne, dann muss das nicht zwingend endgültig sein. Dann können wir uns da sicherlich noch irgendwie auf einen Kompromiss einigen. Und wenn ich auf keine Idee komme, dann sind eure Ideen generell grundsätzlich besser als nichts. Und besser als meine wahrscheinlich auch. Also wir brauchen Namen für... Zwei Seen und drei Flüsse. So sieht's aus. Zwei Seen, drei Flüsse. Lasst euch mal was einfallen, ich bin gespannt. Also dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Kerke.